Wieder der Stern, das zeigt wohl immer an, wenn ich alle Sterne habe. Jo! Leute, also... Was heißt das? Moment, ich bin schon still. Ich bin schon still. Oder war es das? Oder kommt jetzt eine Katze in? Ja, doch. Ja, genau. Auch noch eine Klempnerin hier. Jo. Komm, ein Level. Eins muss noch sein. Ja, der Boss war wieder mal Nintendo-like, also. Auf Deutsch lächerlich leicht. Okay. Schön, auch hier. So ein flüssiger Übergang in die Welten. Mhm. Hier wieder eine Burg. Wieder Bowser, oder? Vielleicht, was ich mir wünschen würde, so wie in der New Super Mario Bros. DS-Version. Unterschiedliche Bossgegner, bitte. Ich hoffe, es ist so. Ah, und hier. Auch hier ändert sich wieder das Theme leicht. Mhm. I like it. Kann man auch hier irgendwas finden? Okay, nee, doch. Aber hier kann ich mir so durchs Anklicken gleich mal anschauen. So, und jetzt möchte ich was ausprobieren. Wie kann ich... Nur aus Interesse... Karte, was ist das denn? Ah, wow, geil. Karte des Feenlandes. Aha, Stempel. Hey, wir haben Bowser, geil. Jo. Aber mich würde es interessieren, wie ich ihn ins Miiverse posten könnte. Was ist das denn? Ah, okay, hier kann ich mir die Fortschritte anschauen. Ja, man muss wieder mal die goldenen Flaggen sammeln, das war irgendwie klar. Was ist das? Nee. Ich möchte irgendwie wissen, wie ich ins Miiverse posten kann. Das dann anzugucken. Aber jetzt noch, vorher. Das gucke ich mir dann später an und zeige es euch dann, wenn ich es verstehe. Jetzt. Welt 2.1. Wüstenwelt. Picondas Wüstenruine. Okay. Was ist das denn? Alter, was bist du da für eine? Also, die kommen auf Gegnerideen. Was, killst du mich oder ist das nur Treibsand? Ach so. Chilliger Treibsand. Neue Musik auf jeden Fall. Also, ich kann schon von der Musik her nicht sagen, es ist die gleiche Mucke. Also. Ganz im Gegenteil, ehrlich gesagt. Außer, dass es teilweise schon Super Mario 3D Land Tracks waren. Es gibt auf jeden Fall neue Tracks. So ist es nicht. Oh. Und die Frage ist hier natürlich immer: irgendwelche Secrets. Alter, spring mir nicht aus dieser Welt. Mach mir keinen Stress. Oh, Alter, dieses... Ah, das kann man nicht killen. Wow, chill. Chill. Ja, war ja klar, dass man jetzt hier rauf könnte mit dem Katzen-Item. Ich sehe aber meine Chance, es wieder zu bekommen. Das sind immer mehr. Nee, kann man gar nicht. Oh. Und ich finde auch das Gold der Münze sehr schön gemacht. Mir kommt nur vor, manchmal hat man es zu gut mit den Effekten. Manchmal, guck mal, wir haben hier so cartoonmäßig und dann so eine wunder, unglaublich leuchtende goldene Münze. Goldene Münze. Oh, guck mal, was mir das Ding hier anzeigt. Das zeigt mir, guck mal, da oben ist was. Auch schön, dass das so angezeigt wird. Ab nach oben dann und... Komm her, Stern. So, aber jetzt. Back to topic, wollte ich schon sagen. Das Geile ist, ich komme jetzt wahrscheinlich nicht mehr rauf. Great. Ja, ja, chill jetzt mal. Kriegst du genau mehr. What the hell is going on? Holy! Alter. Kann ich hier. Ah! Auch wieder Super Mario 64 Style. Kann ich hier rauf? Nein, ich will nicht, ehrlich gesagt, in die Konda springen. Oder Picondo, oder wie der heißt. Ich will ihn einfach Strauß nennen. Oh, what the hell ist das? Oh, what the hell? Oh, what the hell? Not easy!
Hey, was ist das denn jetzt? Wow, was ist das? Ah, ich find's nicht so leicht. Ich bin nicht gut im Genaulaufen. Muss ich jetzt mal ehrlich gesagt sagen. Okay, jetzt habe ich es perfekt gemacht. Scheiße, meine Stimme. Das ist ja noch viel schlimmer. Nein! Alter! Welt 2! Und ich tue mir echt schwer. Das ist nicht witzig. Aber hey, guck mal, das ist ja auch wieder. Seht ihr das? Wie die Hitze das Bild so vibrieren lässt. Das sind die kleinen feinen Details. Also, ey, lacht mich nicht aus, aber das spielt nicht so leicht. Ach, dammit! Hau ab. Wieso mach ich das jetzt? Wo ist Interesse? Das wäre alles ein bisschen einfacher. Ja. Weil dann kann ich hier ein bisschen chillen. Oh, ich sehe schon. Ja. Münzen. Sind nämlich im New Super Mario Bros. 2. Ja, Münzen, schön. Komm, gib. Ja, aber ich will klar. Ja, ja, chill. Kann ich hier irgendwie raus? Hey, was ist das denn? Ein kleines Secret. No problemo. Ein Katzenhalt? Das kann doch nicht alles sein. Hä? Was ist das denn für ein Secret, bitte? Was? Komm, da denke ich, ich habe das Mega-Secret entdeckt und dann wird mir so ins Gesicht gefurzt von den Entwicklern. Das hört sich komisch an, nicht? Was ist das denn? Ja, help, ich kann... Ach, doch, ich kann. Ja, das ist ja mal geil. Wahrscheinlich gibt es mir die Münze. Der Toad, also den Captain Toad bei uns immer mehr. Thank you very much. Oh, sorry. Danke. Ich finde das geil, wie die Bilder. Das haben sie damals. Das ist gar nicht so leicht, glaubt mir. Richtiger Moment ist. Oh, das war kein guter Moment. Alter, Alter. Chill your tits. Aber so kann man es austricksen, wenn man. In die gleiche Richtung drückt. Kann man das System austricksen, wenn man in die gleiche Richtung drückt? Und was ich jetzt nicht verstehe, ich würde gerne das Secret wissen, was mit der Röhre. Denn ich habe alle Sterne und das Sticker. Also, eigentlich muss ich es nicht mehr machen. Ich warte jetzt auch. Doch! Ich bin fertig mit dem Level. Okay. Was haben wir denn? Hier. Okay. Und hier. Ich würde sagen, wir machen noch den... Ah, jetzt dürfen wir. Ja, ja, ich weiß schon. Man kann dann ja... Ja, machen wir mal. Wir gucken es uns mal an. Denn wir können jetzt Geistmies sehen im Spiel, die laufen und uns ungefähr zeigen, wie die anderen Leute gelaufen sind und uns helfen, Geheimnisse zu finden, falls wir sie nicht finden. Das finde ich ganz geil. Hier sehen wir uns zum Beispiel einen. Der chillt hier. My Care. Okay. Da seht ihr zum Beispiel so einen Stempel. Da habt ihr einen zum Beispiel. Okay, dann würde ich sagen... Oh, da muss man auch sperren jetzt. Okay. Also man arbeitet ja auch mit den Sternen. Finde ich gut. Ach, schade, Mann. Ich dachte, es wird irgendwas mit Bowser-Statue. Ach, komm. Irgendwie schon wieder enttäuscht. Egal. Zieh auf den Pustegipfel. Okay. Was ist das denn? Was ist das denn jetzt? Noch mehr Interaction? Ah, not bad. Wow. Boah, ich finde das geil. Das sind diese schönen View-Sachen. Diese schöne Grafik. Macht das Mario-Erlebnis nochmal viel geiler. Und wieder neue Mucke. Also, ich kann mich nicht über dieses Spiel aufregen bis jetzt. Nee, ich hab nichts. Hallo? Ehrlich? Ich hab bis jetzt überhaupt nichts, was ich dem Spiel entgegenwerfen könnte.
Außer, dass die Bosse leicht sind. Aber ich meine, ja, es ist Nintendo, also. Ich hatte... Okay, warte. Schade, ich dachte, ich kann... Man kann nämlich Objekte in diesem Spiel aufheben. Ich dachte, das geht mit dem. Wie die so. Okay. Was haben wir jetzt hier? Okay. Okay, nee, so läuft das nicht. Wir müssen wieder technisch denken. Okay, Moment, ich verstehe es. Ein bisschen mit Taktik. Aber auch schöne Geschichte, dass man hier wieder mit dem Gamepad agieren muss. Also man hat ein bisschen nachgedacht. Und nicht nur einfach BAM Gamepad. Fuck. Einfach nicht so BAM Gamepad Features. Who cares? I don't care. We take it. So, wartet. Man hat auch nicht unendlich viel Zeit. Auch das ist gut. So. Nachdenken. Ja, ist egal, ist egal. Wir haben die Münze. Das ist das Wichtigste jetzt mal. Jetzt müssen wir ja nur noch rüber. Aber auch hier, ein bisschen was fürs Hirnschmalz. Ein bisschen nachdenken, dass man nicht einfach so die Münze geschenkt bekommt. Was war das? Okay, ein paar Münzen. Okay, wieder hier pusten. Funktioniert gut. Rein da. Was haben wir denn hier? Wieder pusten. Das erinnert mich so an... Nintendo Länder, diesen Donkey Kong Crash Kurs. Oh, aber Vollgas. Ja, ja, passt schon. Kannst du schon hier. Oh. Nicht reinreden ins. Als Tipp, nicht. Genau das! Genau das! Wenn ihr bei dieser Stelle seid, nicht reden, Klappe halten, weil wenn er das als Pusten nimmt, dann. Passiert genau das! Und das kann zu Rages führen. Das kann ich euch jetzt schon sagen, weil ich. Alter. Ach so. La 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 la. Okay, ja, ist wirklich. Die Stimme. Stimme. Ja, Stimme reicht aus. Also ist es eher... Moment. Es ist sehr genau. Ich will nicht reden. Aber es ist unglaublich genau. So weit kann ich sagen, es ist unglaublich genau beim Pusten. Ich muss fast gar nicht pusten und es funktioniert. Okay. Wieder ein bisschen viel D-Land Power. Bam! Take it. One up in the face. Bam, 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 bam. One up und Stern passt. Ja, excellent. Hast du recht, Mario. Okay. Aber die gucken diese Piranha, bevor sie zuschlagen. Find ich auch wieder geil. So. Hast du was Schönes für mich? Okay. Ui, jetzt wird's aber interessant. Oh, ich sehe es, ich sehe es. Aber ich sehe nicht die Schwierigkeit. Ehrlich gesagt schwer aus, als es ist. Ich dachte. Sorry. Ich weiß. Ja, es wird viel interessanter. Ich muss kurz die Klappe halten. Also, wundert euch bitte nicht, wenn ich ab und zu wirklich still bin. Es ist... Bei diesen Stellen bei Pusten, wenn man redet, dann glaubt es ab und zu das Mikro, es ist Pusten. Deswegen bin ich bei diesen Stellen dann immer still. Nicht, dass ihr euch wundert. Hey, cool, jetzt sehen wir auch diese Miiverse-Sachen. Okay. Ah, Pusten. Kann man das sehen? Mich würde es interessieren, weil dann zeige ich es euch schnell. Ist ja auch ein Feature des Games. Ach, könnt ihr nicht sehen. Warte, jetzt will ich gucken. Nee, nix draw. Stempel. Ah, da ist es schon, Stempel. Ihr seht das nicht, ich kann jetzt hier die Stempel auswählen. Nehmen wir mal Browser. So. Ah, und dann kann ich ihn hier so. Oh fuck, nee. Rückgängig. Hallo. Oh, ich kann nur einen Step rückgängig machen. Scheiße. Radieren. Ja, nee, ist klar. Jetzt muss ich den ganzen. Scheiße. Ja, okay, lame. Man kann die.
Stempel einfach wieder einfügen in das Spiel, so könnte man es nennen. Ja, und dann würde ich sagen, das war's für den ersten Teil von Super Mario 3D World. Ich bin geflasht, ich liebe das Spiel. Ich kann einfach nur sagen, ich finde es geil. Ich hoffe, euch wird das LP so gefallen, wie es mir jetzt schon gefällt. Ob die Fails weggehen, kann ich euch nicht versprechen, aber ich kann euch versprechen, das wird ein geiles Spiel. Bis zum nächsten Teil, euer SDK. See you. Bams. Ah, hier ist sie schon. Du bist derjenige, der die Röhre bewahrt. Wieder ein 3D-Rätsel gucken. Oh, shit. Ich finde die generell total geil gemacht, die 3D-Rätsel.